Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind jetzt wieder hier, haben uns ein bisschen auf der Bank ausgeruht und schauen jetzt mal, was hier für eine Musik eigentlich ist. Ah, Cosmo Canyon Musik. Habe ich ehrlich gesagt nicht erkannt. Sie kam mir zwar bekannt vor, aber ich wusste jetzt nicht, woher. Na gut. Ja. Mehr brauche ich ja eigentlich auch nicht, aber hier gibt es sogar Waffen und Rüstungen. Hier gibt es auf jeden Fall nichts, was irgendwie perfekt wäre. Deswegen, naja. Ach, aber es ärgert mich immer noch, dass wir hier irgendeinen kleinen Kommentar von Aeris verpasst haben. Echt blöd. Aber naja. Shit happens. Stattdessen musste sie mich anmeckern, dass ich nicht so schnell sein soll. Es tut mir leid. Ich hoffe mal, dass ich noch eine Szene finden konnte, die ich euch reinschneiden konnte, weil... das weiß ich ja jetzt noch nicht, weil ich nehme das ja alles am Stück auf. Aber wenn es ja so gewesen ist, dann wisst ihr es ja sowieso schon längst. Nur für mich ist es im Moment auf jeden Fall immer noch ärgerlich. Vor allem ist der Kampf eben gegen die Typen nochmal schlechter gelaufen, weil ich nicht jeden von ihnen analysieren konnte, sondern nur zwei von drei. Ja. Aber genau wegen diesen Idioten musste ich schon damals so lachen beim Wallmarkt zum Beispiel, als dieses Musikstück lief. Da musste ich einfach direkt an die denken, weil die so dumm sind. Und dann, oh ja, totstellen, lieber nichts versuchen, Hilfe. Das ist einfach nur geil. Jetzt oder nie, wir türmen! Hey, haut doch nicht ohne mich ab! Oh boy. Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Sie versucht, bestimmte Infos zu kriegen. Ich weiß genau, wieso. Ja, und wer bist du denn, ne? Schätzelein. Oh, der andere ist schon tot anscheinend. Okay. Kann ich schaffen. Gangster A. Banditen der kriminellen Bande, die sich in den Slums eingenistet haben. Manchmal schließen sich Mitglieder rivalisierender Banden zusammen, um Schwächere zu überfallen und deren Habseligkeiten zu rauben. Verwende Magieattacken, um die Schockleiste schnell zu füllen. Ja, brauche ich doch gar nicht, der kann doch nix. Nix da. Bam, bam, bam. Das war abzusehen. Wenn du meinst. Ach ja. Da ist wieder eine Materia. Muss ich wahrscheinlich wieder so einen Behälter erstmal dann hinstellen. Und dann... ja, und dann, mal schauen. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Klar doch. Das kriegen wir hin.
Shish kebab. Ah, den Arm wechseln mit Dreieck. Okay, jetzt wird's anspruchsvoll. Aus Sicherheitsgründen ist der Arm nur innerhalb bla. Um Unfällen vorzubeugen, ist ein Wechsel des Arms während des Frachttransports nicht möglich. Okay. Nein, warte. Erst einmal den Behälter. Cloud! Ja, ja, selber Cloud. Ich muss erstmal noch was anderes erledigen. Genau, wunderschön. Oh, Hilfe! La la la. Na, dann komm mal her. So, dann sei mal ein braves Mädchen und hol mir wieder schön die Materie her. Süß. So, den Arm packe ich weg. Und jetzt nehme ich nämlich den Arm. Muss ich aber erstmal den Container wegpacken, denke ich mal. Ach, Hilfe. Ja, wohin damit ist die Frage, ne? Oh je. Ja, ist ja gut. Komm schon. Ah. Gut, dann setzt den erstmal da ab, aber das bringt mir dann irgendwie nichts. Ah. Ah. Nee. Ich dachte schon gerade, ich hätte es verstanden, aber ich habe es, glaube ich, doch noch nicht verstanden. Ich meine, hier habe ich auch nur die Möglichkeit, halt den Arm zu wechseln. Hallo, ich wackel vor dir hin und her. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, halt Aris mitzunehmen, deswegen... muss ich wahrscheinlich mit dem einfach nur wirklich den Container wegnehmen. Und dann mit der anderen Hand irgendwie dann Aris rüber befördern. Ich hoffe nur, die Länge reicht dafür, weil das erscheint mir halt nicht so. Aber gut, ist dann halt so. Achso, während des Transports ist der Wechsel ja nicht möglich. Ach komm, ich muss ihn doch hier irgendwie absetzen, Mann, lass los. Geht aber nicht.
Und jetzt den Arm wechseln kann ich auch nicht. Sehr seltsam. Verstehe ich nicht. Gut, dann setz den Scheiß halt hier wieder ab. Nee, macht er wieder vom Container. Aber der Arm geht auch wieder nach oben. Nicht, dass er dann irgendwie schon direkt da wieder hin könnte oder so. Stapel die Container. Ja, okay, hatte ich schon irgendwie vermutet, aber es erscheint mir irgendwie nicht sinnvoll. Na gut, Aris, komm erstmal wieder, aber dann her. Weil dann muss ich dich erstmal kurz nochmal unten absetzen. Das Spiel musste es mir schon sagen, was ich hier zu tun habe. Schon so ein bisschen traurig, aber naja. Ich finde das Rätsel auch gerade ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. An sich ist es ja kein Problem, mit den Krähen hier zu hantieren, aber jetzt hier, das ist so ein bisschen... Aber gut, dann stapel ich mal die Container. Ja, stimmt, deswegen kam der da ja auch nicht hin, um den einen abzusetzen, weil das einfach zu tief für ihn war. Macht schon irgendwie Sinn, okay. So. Dann kommen wir jetzt mal wieder mit. Cloud! Ja, selber Cloud. Stimmt, dann kann ich sie wahrscheinlich auf dem einen Container absetzen, also auf den gestapelten, kann sie von da aus wahrscheinlich dann rübernehmen mit dem anderen Arm. Das müsste es ja dann jetzt sein. Genau, absetzen kann ich nämlich hier machen. Sehr schön. Vorsicht, Aris. Endlich. So, geschafft. Meine Güte. Danke. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. Danke. Deswegen war wahrscheinlich jetzt das letzte Rätsel in dieser Hinsicht, weil das so das Boss-Rätsel war wahrscheinlich. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa
Weiter geht's. Jetzt wollte er schon und Eris dachte sich so, ach nee, das mag ja nicht. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Oh Mann. Tschüss, Kebab. Hey, ihr zwei Turteltäubchen da! Wenn ihr hier durch wollt, was? Dann was? Müssen wir durch euch durch? Das lässt sich einrichten. Bin mal so frei. Banditen der kriminellen Banden, die sich in den Slums eingenistet haben. Manchmal schließen sich bla bla bla. Ja. Ist eigentlich nichts Neues. Wirst du wohl hier bleiben? Geschafft! Da, der Ausgang! Oh je, Eris, hast du gerade gebrannt? Oh je. Vor allem sah das so aus, als wäre der eine Typ aber entkommen. Dabei habe ich ihn auf Feuer hinterhergeschickt. Deswegen, das ging nicht auf dich. Es sollte jedenfalls nicht auf dich gehen, Eris. Ich würde dich doch niemals anzünden. Hier! Bitte! Okay, High Five. Na komm. Und... Das war nötig, komm. Oh. Wir sind schon hier. Am Spielplatz. Dann werde ich den Part jetzt hier schon beenden, damit der auch nicht wieder so lang wird. Und im nächsten Part werden wir uns dann hierhin begeben. Das ist auf jeden Fall der Übergang auch zum nächsten Sektor. Man sieht es an der hohen Mauer. Und hier erwartet uns jetzt gleich auch im nächsten Part eine ganz besondere Cutscene. Ja, da hatten wir in diesem Part viel Kran-Action. Und im nächsten geht es dann weiter auf jeden Fall mit Story und, ja, emotionalen Momenten. Also bis zum nächsten Part. Schaltet wieder ein. Es lohnt sich. Bis dahin macht's gut, eure Vampi. Ciao.